Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich will euch heute mal zeigen, wie man hier an so einem klassischen Schweizer Taschenmesser so einen Case dazu machen kann, was man hier auch oben dann verschließen kann und sich mit einem Karabiner irgendwo dranhängen könnte. Es ist völlig egal, welche Form das jetzt hat, also hier entweder so eine schmälere Form, aber es geht auch mit so eigenen Formen, also wenn das hier zum Beispiel dicker wird, das ist auch kein Problem, wie man es hier sieht, kann man hier genauso ein Case machen. Ich zeige das trotzdem an so einem klassischen Schweizer Taschenmesser. Ich glaube, das ist das Interessanteste und viel Spaß beim Zusehen. Um zu beginnen nehme ich mir jetzt einmal hier so eine Rolle Paracord zur Hand, weil es gibt jetzt gar nicht so ein Universalrezept, sage ich jetzt einmal, wie viel Paracord man da braucht. Das ist nämlich immer abhängig vom Umfang vom Messer, wie wir jetzt einmal beginnen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal so ein Stückchen Schnur doppelt und legen das hier ums Messer mal herum. Und wenn wir mehr Schnur brauchen, einfach ein bisschen nachlassen. Wir werden ungefähr so eine Länge brauchen, das heißt, wir brauchen da ein Stück Schlaufe, was übersteht. Und hier auf der Seite kommt dann noch der Knoten dran, damit wir das dann in die Schlaufe am Schluss einhängen können. Also wenn ich das hier mal vorzeige, wir brauchen dann noch ein Stück, wo wir hier so einen Knoten machen können. Und hier diese Schlaufe, das ist diese Schlaufe hier. Das heißt, wir werden da ungefähr auch schon ganz gut hinkommen, dass wir hier so ein Stück überstehen haben. Wir können ruhig etwas mehr machen, weil wir gehen ja dann noch Knoten dazu. Das heißt, das Ganze wird im Radius dann enger. Das heißt, wenn wir hier so ein Stück Schlaufe dazugeben und das ein bisschen großzügiger abschneiden, damit wir dann noch Platz für einen Knoten haben, dass wir noch etwas tiefer setzen können, dann passt das so. Das heißt, ich schneide das jetzt einfach ab und brenne das an. So, ich habe jetzt diese Stücke so abgeschnitten und angebrannt. Ich mache dann hier gleich mal auf den einen Ende einen Knoten rein. Also einfach einen ganz einfachen Knoten einmal hinein, so eine Schlaufe machen und mit beiden Enden hier durchgehen und dann festziehen. Und ich kontrolliere jetzt noch einmal die Länge, ob das hier so ungefähr passt. Wenn ich das Messer hier hinlege und mit denen rundherum gehe und das hier einhänge, dann sieht man schon, das geht sich locker aus und ich habe hier noch etwas Platz auch zur Verfügung, aber das ist schon gut so. Den Knoten kann ich auch später noch ein wenig versetzen, das heißt, falls ich hier zu viel Platz habe, dann setze ich ihn weiter nach unten hin und mehr Platz wird dann hier auch schon eng, also ich habe ihn eh schon recht weit drauf gesetzt, aber machen wir mal weiter mit dem nächsten Material. So, als nächsten Schritt machen wir jetzt das rundherum hier, das heißt, da brauchen wir auch wieder Material und das ist natürlich abhängig davon, wie lang jetzt unser Stück hier ist. Da gibt es so eine gute Faustregel, ich lege das hier hin, messe das dann ab von wo bis wohin ich Paracord haben möchte. Ich sage jetzt mal von hier bis nach hinten, das sind also so 22 cm bei mir hier. Man ist immer ganz gut beraten, wenn man da ungefähr das Zehnfache nimmt, also ich werde mit 220, vielleicht 230 sicherheitshalber Zentimeter auskommen und die schneide ich mir jetzt mal ab. So, jetzt habe ich das abgeschnitten, hier 230 cm ungefähr und jetzt beginnen wir einfach mit einem Knoten, den schon den ein oder anderen bekannt sein wird. Das heißt, wir nehmen uns die Schlaufe hier, die schwarze, in den Vordergrund, legen dann hinten zentral unser Zweitmaterial hin und beginnen mit der rechten Seite, machen eine Schlaufe, nehmen die linke Seite, gehen über die rechte Schnur drüber und von unten durch die hintere Schlaufe hier durch. Und dann ziehen wir das fest. Jetzt kann ich das noch schön verschieben, wie lange ich meine Schlaufe haben will. Ich denke, so ist ganz gut. Vielleicht sogar ein bisschen enger, weil der Knoten nicht zu groß ist, damit das auch wirklich festhält, wenn ich das reingebe. Ich habe rechts begonnen, das heißt, jetzt ist die linke Seite dran. Ich mache auf der linken Seite eine Schlaufe mit der rechten Seite über die linke Schnur und gehe von unten durch die entstandene linke Schlaufe durch und ziehe das Ganze fest. Das ist jetzt immer derselbe Knoten bis unten. Ich habe links jetzt weitergemacht, jetzt kommt wieder die rechte Seite dran. Das machen wir immer abwechselnd, also wieder eine Schlaufe machen und von unten durch die Schlaufe dann durch. Jetzt kommt wieder die linke Seite dran, ich zeige es nochmal vor, eine Schlaufe machen, mit der rechten Schnur über die linke Schnur drüber und von unten in die entstandene linke Schlaufe hinein. Und da gibt es jetzt so einen kleinen Trick, wenn man mal vergessen hat, von welcher Seite man es vorher gerade den Knoten begonnen hat, immer dort, wo diese Auskerbung hier ist, von dort beginne ich
mit der Schlaufe. Also hier jetzt wieder mit der rechten Seite, ich habe vorher links begonnen und hier habe ich auch diese Schlaufe, die kleine, die ich sehe, und deshalb muss ich wieder von rechts beginnen. Also nochmal derselbe Knoten und ich zeige es jetzt auch nochmal her. Jetzt habe ich wieder links diese kleine Schlaufe, also muss ich wieder von der linken Seite beginnen mit einer Schlaufe, die lege ich mir drüber, nehme die rechte Schnur, gehe über die linke Schnur und von unten in die entstandene Schlaufe hinein und ziehe den ganzen Knoten fest. Und das Ganze machen wir jetzt so lange, bis wir unten angekommen sind, dass wir das schön über das Messer drüber legen können. Bis gleich. So, ich habe jetzt bis hier runter den Knoten gemacht und lege jetzt einmal das Messer dazwischen, schaue, wie das passt. Jetzt würde ich das auch mal empfehlen, hier zuzumachen. Und man sieht schon, von der Länge her passt das hier perfekt jetzt. Ich kann also die zwei Schnüre jetzt abschneiden und wenn ich hier auch anziehe oder auch hier anziehen würde beim Messer, dann hält der Knoten hier. Also ich kann das Messer jetzt wieder rausgeben und jetzt schneide ich einfach einmal diese zwei Enden hier ab, damit die wegkommen, die stören jetzt nur, und dann schmelze ich sie an. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das jetzt bei euch auch so in der Art aussehen. Und als nächster brauchen wir jetzt diese Querverbindungen. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Material, ich nehme das jetzt wieder in Schwarz einfach mal dazu. Und wir beginnen einfach mal, dass wir immer hier in diese Schlaufen einfädeln, durchfädeln, und dafür brauchen wir so eine Paracord-Nadel, weil ohne der wird das wirklich eine ordentliche Spielerei, dauert ewig und funktioniert fast überhaupt nicht. Und das heißt, ich verbinde mal dieses Paracord hier mit der Nadel, schräg abschneiden, anbrennen und dann in die Nadel eindrehen und dann machen wir wieder weiter. Bis gleich. So, ich habe jetzt das Paracord durchgegeben und ich beginne jetzt einfach mal in der richtigen Höhe. Das heißt, ich lege mir jetzt sicherheitshalber noch einmal das Messer rein, nur damit ich das nicht in der falschen Höhe hier beginne, und werde mal sagen, dass ich hier die erste Verbindung setze. Das heißt, wir gehen zuerst von der Innenseite rein, weil wir wollen das Material dann am Schluss innen anschmelzen. Dann sieht man es nämlich schwächer, weniger. Und ich habe jetzt noch das Material auch drauf gelassen, das heißt, ich weiß vorher nicht genau, wie viel ich brauche, und damit ich hier wenig verschwende, lasse ich es einfach dran. Ich lege mir hier mal was zur Seite und schneide das erst am Schluss ab. Das heißt, ich ziehe da mal ein bisschen durch, dass ich so ein bisschen Reserve habe, und bin jetzt hier in diese Seite reingegangen und gehe jetzt gleich einmal beim nächsten, nehmen wir das hier, es ist eigentlich egal, welche ihr nehmt, ihr solltet es nur in regelmäßigen Abständen nehmen, gehen wir hier gleich einmal durch. Aufpassen, dass sich das hier nicht verdreht, und gehen dann gleich einmal in diese Schlaufe hier hinein. Also da wirklich einfach nur durchziehen, und jetzt solltet ihr schauen, dass dieser Abstand hier mal ungefähr passt. Das heißt, ich lege mir jetzt wieder das Messer hier durch einfach und lasse hier etwas Spiel, also das nicht zu eng zusammenziehen, damit das Messer sich auch hier noch bewegen kann. So wird das ungefähr passen. Ich kann nachher eh noch ein bisschen nachjustieren. Und jetzt gehe ich einfach in die nächste herausstehende Schlaufe rein, von der anderen Seite. Also hier einfach durchstechen. Durchziehen. So, also jetzt bin ich hier durchgegangen und gehe jetzt einfach durch die nächste Schlaufe durch, was dann wieder diese hier wäre. Von der Innenseite da durchgehen. Da wieder aufpassen, dass sich das nicht zu sehr verdreht im Inneren, also das immer gerade drehen. Sonst hat man drinnen die Windungen drinnen, das schaut dann auch nicht gut aus nachher. Und jetzt gehe ich wieder bei der nächsten Schlaufe hinein, das wäre dann diese hier. Und gehe in die nächste Schlaufe da wieder durch. Und das macht jetzt einfach, bis ihr unten seid. Ziehe ich jetzt noch durch das Material hier. Ah, da hat sich das jetzt bei mir verdreht etwas. Das heißt, das muss ich wieder gerade drehen und hier ausdrehen. Genau. Und man sieht jetzt schon immer die regelmäßigen Abstände. Das heißt, als nächstes kommt jetzt diese Schlaufe dran. Da gehe ich wieder von der anderen Seite durch und in die gegenüberliegende Schlaufe hinein. Und das macht ihr jetzt mal, bis ihr hier unten seid. So, ich habe das jetzt bis hinunter hier gemacht und jetzt lege ich gleich nochmal das Messer rein und sehe damit ungefähr die Platzverteilung, wo habe ich zu viel, zu wenig Platz. Hier steht das Ganze ein bisschen weg, das heißt, das ziehe ich ein wenig nach.
auch von der anderen Seite, dass das hier eben abschließt. Das heißt, es kann ruhig ein bisschen rausschauen, da zum Beispiel. Sonst wird das Ganze zu eng, aber da habe ich ein bisschen zu viel Material, das steht über. Das schaut dann am Schluss auch nicht so schön aus. Und das ziehe ich mir jetzt einfach hier noch durch und mache das Ganze ein wenig enger. So, jetzt habe ich das ein bisschen angepasst und das passt jetzt von der Länge her auch. Das heißt, ich kann die Nadel hier runtergeben. Das überschüssige Material auf der Seite schneide ich ab und schmelze es ab. Und hier habe ich eh noch die Rolle, das mache ich hier dasselbe, also hier abschneiden und ganz eng anschmelzen dann. So, und dasselbe mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite hier, damit es dann komplett verschlossen ist. Das heißt, ich nehme wieder mein Material zur Hand, gebe das Ganze in die Nadel und ziehe das Paracord dann hier abwechselnd durch. So, ich habe das jetzt hier wieder bis nach unten hin gemacht und bevor ihr das jetzt abschneidet, schaut unbedingt, geht sich das Messer auch wirklich hier aus oder müsst ihr dann noch irgendetwas breiter machen von den Schnüren her. Hier geht es sich aus, aber unten wird das Ganze sehr eng, das heißt, da werde ich noch ein bisschen nachziehen, weil sonst geht sich das Messer immer so streng rein und raus und das möchte ich auch nicht. Also hier unten kann ruhig noch etwas mehr Material sein, dass ich das wirklich schön reingeben kann, das Messer, und auch wieder gut rausbekomme. Die Form passt sich dann sowieso etwas an, ich hänge hier oben jetzt ein wenig. Das heißt, wenn man es einmal rein und rausgegeben hat, dann bleibt die Form meistens so ähnlich und dann bekomme ich es beim nächsten Mal gleich leichter rein und raus. Nachdem ich hier oben diesen Flaschenöffner habe, der sich so wählt, bleibt das Material öfter hier hängen. Also da oben lasse ich etwas mehr Platz fürs Material. Damit kann ich das hier leichter rein und rausgeben. Man sollte hier immer aufpassen, dass ich mich nicht immer verhake. So, aber das wird sich jetzt schön ausgehen. Das heißt, ich brenne hier wieder und hier das Material an und wir sehen uns wieder gleich. So, ich habe das jetzt hier wieder angebrannt und wir sind mehr oder weniger jetzt auch schon fertig. Ich kann mir hier, wenn ich möchte, noch so einen Karabinerhaken draufhängen. Dann kann ich das hier auch noch auf einen Rucksack zum Beispiel befestigen. Und dieser Knoten, man kann das auch noch zusammenbrennen, dann kann der Knoten nicht mehr aufgehen, weil die lösen sich immer ganz gerne auf, diese Knoten. Man kann da natürlich auch irgendeinen anderen Knoten reinsetzen, der größer ist. Hier zum Beispiel habe ich das gemacht. Aber es ist gar nicht notwendig und ich finde, so schaut das etwas dezenter und fast besser aus. Und der reicht absolut aus. Also wie man sieht, auch wenn hier eine Belastung drankommt, dann sperrt das System automatisch, weil das ja hier enger wird und damit hält das sehr gut. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr ein Abo dalasst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!